Guten Tag und recht herzlich willkommen zur nächsten Belustigung für euch. Wir sind auf, was ist das? Frost. Eine wundervolle Karte. PVZ auf unfassbar hohem Niveau. Wird uns jetzt gleich präsentiert werden von Seth. Er spielt ein Custom Game gegen Stahlbolzen. Ich bin gerade ein bisschen müde. Und ja, wir haben hier ein ungleiches Duell von Turbo Master gegen Stahlbolzen. Ja, das muss Custom Game sein. Sogar der Shox. Ich gehe mal in die Vision. Das ist ein weltberühmter StarCraft. Oh ja. StarCraft-Unterhalter aus weiß ich nicht, wo der herkommt. Der heißt Paul, glaube ich. Warte mal. Ja, Paul. Paul heißt er. Ja, und der macht hier Strämerei oder so. Keine Ahnung. Vielleicht war das aus einem unfassbaren Instinktkraft-Turnier. Wer weiß das schon? Ja, auf jeden Fall Stahlbolzen oben links auf Frost gegen Seth oben rechts. Oben links gegen oben rechts. Und was war das denn hier? Irgendwo was abgebrochen oder was? Forge Expand. Vom Stahlbolzen. Achso, hier drüben den Pylon. Ja, den hat er wohl. Achso, der wurde abgerissen, abgebrochen. Ich weiß es nicht. Circa wie man ein bisschen behindert in der Natural. Aber ansonsten alles gut. Im Chat wird gefragt, wie lange geht das heute noch hier mit den Replaycars? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier, das ist das fünfte Spiel, was wir jetzt hier machen. Ja. Oder das fünfte? Ja, das fünfte Replay, was wir jetzt hier hintereinander machen. Wir hatten jetzt verschiedene Ligen. Bis jetzt hier hinter, herunter sogar, bis in die Bronzeliga hier mit Stahlbolzen und Seth. Vielleicht machen wir noch ein sechstes. Ich denke aber maximal sieben, ja. Also, ich muss auch noch Abendbrot essen. Nachher kommt das Spiel HSV gegen The Bayern in 2 Stunden. Und tappen wollte ich auch noch. Meine schwere Wunde hier am Dings. Versorgen. Ja, vorhin mit der Schere unter der Dusche, da habe ich hier so meine Haare schneiden, kürzen, stutzen an die Beine, weil am Sack habe ich ja keine. Und dann habe ich so schnipp, schnipp, schnipp. Und dann habe ich einmal so schnipp mit dem, aber nicht mit dem Ende der Schere, sondern mit dem, da wo die schneiden, so hier, da innen. Und ungefähr einen halben Zentimeter, ja, vielleicht sogar ein bisschen länger, so halber Zentimeter bis Zentimeter lang in die oberste Hautschicht so abgedingst. Die Lederhaut. Massive, verblutende Geschichte. So, Zerg mit Doppelgas in der Natural. Zerg mit wenig Queens, eine Handvoll Linge. Sehr gefährlich, weil er ja auch schon eine relativ frühe Dritte hat. Dann ist es immer sehr gefährlich, wenn der Zerg halt keine Spines baut und keine extra Queen für Creepen oder für... Ja, falls der Mothership Stalker Zeletpo kommen würde...
würde das hier schon, weil er ja auch kein Speed-Upgrade hat. Also das ist schon sehr gefährlich, wie der Protoss das hier zerrt. Ich meine, das ist auch kacke, was der hier macht, aber Zerg auch sehr gefährlich. So, hier drüben, Double Gateway hinterher, Warp Gate Tag plus 1 und ein weiteres Gate. Wird das hier eventuell 1, 2, 3, 4 Gate Pressure mit plus 1? Könnte sein von Steelbolt hier. Ah, passiert halt, ne. Voll eingeschnitten, ey. Ich wollte es erst noch abziehen dann, aber das ist ja noch... Oh, das war so ein großes Stück. Das habe ich wieder rangeklappt jetzt und dann... Naja. Ja, T2. Rotches. Pylon. Ja, Pylon ist hier gefunden. Sieht jetzt auch die Gateways. Ich meine, ist ja nett gemacht hier von Stahlbolzen hier, ja, dass er hier nicht alle Gateways auf einen Punkt baut, damit der Zerg sofort sieht, was Sache ist, sondern dass er das hier und da so ein bisschen verteilt. Ja. Und es wird wohl das plus 1 Timing, also Armor kommt jetzt noch hinterher, aber plus 1 Attack ist ja schon fertig und er steht auch schon parat hier vorne mit Units, also er will wohl gleich Radau machen. Ja. Speed ist aber mittlerweile fertig für Zerg, jetzt in wenigen Sekunden. Roaches sind im Bau. T2 ist gleich fertig. Ich meine, die Roaches sind dann noch ohne Speed, aber... Ja, schade. Nicht alles mitgekommen. Hallo. Aber so geht es auch noch. Die Sentries hier, die beiden Zealots mit plus 1, die schlotzen natürlich ganz ordentlich. Wie alt seid ihr? Ich bin 75. So, mal 4 Stalker gewarpt hier. Der Overlord ist sehr gefährlich. Ja, das darf man... Oh, hier noch ein zweiter. So, Overlord kaputt. Weiteres Gateway. Robo, Zerg, 3 Base mit Roach Speed, Overlord Speed. Ja, hat erstmal nicht funktioniert hier von Stahlbolzen, was er sich hier gedacht hat. Ich meine, hätte mich auch gewundert, wenn bei ihm was klappt, ist das ist ja, guckt er eigentlich noch zu oder ist er jetzt vor Scham im Boden versunken? Ich könnte im Chat ja mal schreiben, warum der hier der Schocks mitguckt. Das muss irgendwie so ein Open Brawl Bronze bis Silber Cup sein von Instinktkraft, weil sonst wäre der Paul ja nicht da. So, dritter Nexus. Bisschen Creep nur hier für Zerg. Hydralisken-Scout hier. Hydranten-Scout wollte ich gerade sagen. Halluzination. Sieht hier Spine und Spore. Spine und Spore. Nach wie vor nur Rotches. Zerg droht ein bisschen hoch auf 56. Protoss ist auch auf 50, also nicht weiter dahinter. Wird auch wahrscheinlich gleich wieder weiterbauen, wenn hier auch der Nexus fertig ist. Dann wird weiter geproppt. Fliegt nochmal rein hier. Hallo, hallo, hier spricht der Kapitän. So, dritter Nexus gescoutet. Massive Roach-Armee. Ein Immortal ist hier mit am Start. Und der ist natürlich gut. Hier hinten wird schön geworbt. Hier, das macht er gut. Ah, die Force Field fast. Ja, jetzt ist es besser. Ein bisschen zu spät hier. Wenn er das hier so hätte einklemmen können, alles. Aber das eine Force Field kam noch zu spät. Ah, schade, Spolzen, Junge. Sentries gehen hier vorne alle kaputt. Die Zealots. Die Zealots hier. Ach, ist doch scheiße. Hier, guck mal. Der Stahlbolzen. Ja, aber sind nur Roaches. Das heißt, jetzt kann der Mothership Core tierisch ausrasten. Neuer Overlord. Hier, Immortal ist mit dabei. Ja, das Force Field, das war gut. Aber der Nexus blieb stehen. Das ist wichtig. Und was ist mit dem Zerg denn los? Makro-Hedge zwischen zwei Basen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, und ihm fehlt ja auch der Tech, ja. Ich meine, er kommt jetzt mit einem Infestation Pit. Auch hier vorne, was ist das? Warum baut man das hier vorne hin und nicht hier hinten in die Base? Ja, auch ein Spire gibt es noch. Weiteres Gas. Er hat nur 2 Gas gehabt die ganze Zeit. Was ist denn mit dem los? Hm.
Ja, da hat der Stahlbolzen nochmal Glück. Was er erstens kaum Worker verloren oder gar keine. Und hier der Nexus stehen blieb, hat hier ein Gateway verloren und so. Ja gut, die 10 Sentries, die werden natürlich teuer. Aber er lebt noch. Ja? Auf der anderen Seite gibt es jetzt Enduring Locust, Koloss Tech mittlerweile mit dabei. Twilight wäre da für Charge Blink und natürlich für die Plus 2 Upgrades. Ach, Sims im Chat. Oder Sims. Ich nehme noch keine dritte, wenn ich einen 3-Base Roach Max erwarte. Ja, da spielt doch keiner mehr. Und er hat das ja auch nicht gemacht. Diesen 12-Minute Max-Out mit Roaches, was Stefano da irgendwie erfunden hat, da, das spielt doch kein Mensch mehr. Warum eigentlich nicht? War doch gut. Egal, Zerg auf Roach only. Jetzt aber natürlich, wie eben schon gesagt, mit den unterirdischen Schlotzern hier von Zerg. Aber das gefällt mir halt hier nicht so, ja, dass er hier so ein hohes Tech-Gebäude hier an so einer Base weit ab vom Schuss hinstellt. Am besten noch hier unten irgendwie hin basteln. Ja, das kann man schon mal hier so in die Main bauen oder in die Natu vielleicht maximal, aber doch nicht hier hinten. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, er ist der Spieler. Ja, und diese super Makro-Hedge hier, die ist auch phänomenal. Ja, und Swarmhorst, der Schwarmwirte, gegen den Protoss hier mit 2-1. Was hat der Prozerg? Der geht jetzt auf, auch auf 2-1. Protoss aber etwas vorne, was die Upgrades angeht. Da ist 2-1 schon fertig. Weitere Gateways. Und ein Darkshot. So. Roach. Und Unterirdische. Was würde mir das sagen als Protoss? Vielleicht Void Race, ja? Und er macht ja auch 2 Stargates. 3. Gute Entscheidung, hier auf Stargate zu gehen, ja? Denn hier ist ja nichts, was nach oben schießt. Außer den Muttis. Ja, Void Race im Bau für den Kollegen. Da fände ich es jetzt noch ein bisschen geiler. Das macht er wahrscheinlich dann gleich, wenn er hier in seinem total krassen hier und so, Flugzeug-Upgrades. So, aber erstmal wieder ein kleiner Fight hier mit Stalker, Gateway, also Gateway Mix Immortal und so weiter und so fort hier gegen die Roaches. Ja, wo sind die Unterirdischen? Sind schon alle hinüber? Ach, die sind hier gerade alle explodiert. Das ist natürlich nicht so gut für Zerg. Ja, baut erstmal 17 Mutas. Ah, er hat noch keinen Blink hier. Aber 17 Mutas ist natürlich schon mal eine Ansage. Ja? Kann man schon mal hier so 10 Stalker abreißen. Ich meine, okay. Ah, wohl, die haben 2-1 und die Mutas 0-0. Müssen wir abwarten. Wie er die Mutalisken einsetzt. Auf jeden Fall kommen erstmal einen Haufen Linge hier mit 0-1. Kolosse retten sich hier nochmal und jetzt wird losgebraten. Der Mothership geht auf jeden Fall schon mal down. Hier alle Linge verbrannt, aber auch die Kolosse wird er wohl noch kriegen. Der Zerg, nein, ein Koloss nur. Dann haut er wieder ab, nimmt sich zwischenzeitlich mal eine neue Base und creept jetzt auch endlich mal so ein bisschen. Also doll ist das ja hier nicht bei Seth. Und ja, der Stahlbolzen könnte jetzt ja langsam mal in den Chat reinschreiben, was das hier ist für ein Spiel. Was für ein Cup ist das? Amateur Cup von Instinktkraft oder Open Brawl oder wie die da immer nicht alle heißen. Ja. Ach, geht der Nexus, soll hier abgerissen werden. Klappt wohl auch, denn die Mutas haben mittlerweile auch doch plus 1 Attack Upgrade hier. Und jetzt gehen sie alle kaputt. Ach, ist das schade hier. Ist das schade für den Zerg-Spieler. Da kriegt er sogar alle kaputt, weil Phoenix strong ist. Ja, aber nicht strong genug, denn er lässt sich vom Overlord vernaschen. Ja, und was habe ich letztens ja gesehen, aber bei Grubby, der hat das hier zugebaut. 2 Kanonen hinten im Pylon. Super strong. Nee, gar nicht wahr. Hier waren 2 Pylone und hier war die Kanone. Andersrum wäre es natürlich noch ein bisschen geiler. Hier die Kanonen, Pylonen und vielleicht hier sogar auch nochmal einen hinbauen. Damit noch mehr Verwirrung entsteht. Aber das ist ja egal. Protoss greift an. Protoss mit Gateway Mix. Mit Kolossen, mit Phönixen, gegen die Muttis, gegen die Unterirdischen und gegen Korruptoren und Linge, die im Bau sind, ist das Action.
Welcher Cup war das denn von Instinktkraft? Man weiß es nicht so genau. Ja, Zerg auf jeden Fall gute 85 Worker, aber... Ich weiß nicht, er kommt ja nicht auf einen grünen Zweig hier. Er hätte den Protoss beinahe gekillt, aber das war... Er hat es halt überlebt. Und ein knapp überlebt habender Protoss ist sehr gefährlich. Weil Protoss immer gefährlich ist. Aktuell zumindest. Ja, mit den Phönixen wird nochmal so ein bisschen gecheckt hier. Was geht da so? Wie hat er denn aus der Erde rausgesockt? Wie geht das so? Wie können die aus Unterirdischen aus der Erde raussaugen? Mit dem Turbostrahl? Was ist das denn für ein Quatsch? Habt ihr das gesehen? Die können die eingebuddelten... Das hier war Imba. Open Brawl Pokal war das. Aha. Das ist ja völlig bekackt. Oder war der nicht eingebuddelt und habe ich das nur so vertan hier? War der... Ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Da war ja auch ein Observer mit dabei. Der ist jetzt ja hier vorne. Der war ja eben noch hier, das ist ja also aufgedeckt. Betrug! So. Ja, zu viele Corruptor hier, da kann er mit den Phönixen nicht mehr viel machen. Ja, Volt Race jetzt hier, T3-Tag bei Zerg und nächste Base für den Protoss. Das mir ist ein little bit of cold. Ah, den Turm hätte er sich hier sparen können. Das bringt ja nichts gegen die hier. Gegen Korrupter, ja, aber nicht gegen die anderen. Ja, die armen Schweine. Ja, Stahlbolzen steht gut da. Hat jetzt wieder drei Running Bases. Eins, zwei, drei. Dumm, die Dildei. Also da geht's gleich los, ja. Mit, ja, hier kommen Worker angeslidet und so weiter und so fort. Zerg auch mehr oder weniger nur auf drei Running Bases, also fast ausgeglichen, was das angeht. Worker Count 92, also bei Zerg viel mehr sollte er nicht mehr bauen. Jetzt gibt's Wiebkes und auf den Korruptern ja auch nach wie vor nur plus eins. Also so viel Korrupt, bei so viel Void Ray, Koloss und so, da kann man vielleicht auch schon mal über mehr Upgrades nachdenken als nur eins. Aber gut, er muss das wissen. Er muss wissen, was er hier tut. So. Ja, Stahlbolzen schreibt im Chat gerade, ich höre mir jeden Abend sterbende Schwarmwirte an. Das beruhigt. Ein bisschen, ich sitze ein bisschen. Ja, Corruptor, unterirdische Wiebkes und Bases und hier drüben, ja, Stalker. Hallo Worker. Hat er keinen Blink? Warum hat er denn keinen Blink? Ja, 140 Leute gucken hier zu beim Redeckcast. Das ist sehr schön. Das ist mehr als mancher Instinktkraft-Caster. Bei... Ach, ist egal. Das ist nur Spaß. Ich finde die gut. Also die Leute da. Zum großen Teil. Der Shox ist ein cooler Typ. Der hat mir ja mal Arbeit abgenommen, weil ich nicht konnte. Ich war ja mal von... Wie hießen die? Keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Irgendein Offline-Event, ein kleines. Da wollte ich hin, aber ich konnte nicht. Und dann haben sie ihn genommen. Nette Leute da. Nicht, dass es wieder heißt, ich flame die hier alle und so. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. So, Mutti ist noch mit dabei. Dann müsste er noch mal ein bisschen mehr creepen. Er macht das jetzt hier so ein bisschen. Ich meine, ja, Stahlbolzen reißt auch hin und wieder mal wieder ein bisschen was ab. Aber man kann schon mehr haben als das, ja, in der 28. Minute.
Immerhin hat er jetzt hier noch ein paar weitere Bases aufgebaut, aber der Protoss könnte, wenn er wollte. Er hat ja hier überall seine Hinkelsteine hingestellt. So, 2-2-1, die Upgrades. Wie gesagt, für so ein knapp 30-Minuten-Spiel mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Ah, der Bolzen ist, glaube ich, noch vorne. Fragezeichen. Ah, 2-2 gegen 2-1-1. In der Luft hier auch nur 1-0 und er hat 1-1 in der Luft. Ja, also ein bisschen besser. 2-1 läuft sogar. Heißt also, Fleetbeacon steht irgendwo rum. Ja, der Turbostrahl hier mit Phönixen und Kolossen. Auch noch Tempest mit dabei. Wenn er jetzt noch Storms hätte, dann wäre es hier die Ultra-Imba-Kombination. Aber auch so hier die Mega-Lötstrahl-Party geht los. Die Wiebkes fliegen volles Rohr rein. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Die Wiebkes sind komplett vorne reingeflogen und haben die dann so einen Meter gezogen. Was für ein Quatsch. Ja, die Kolosse werden schon mal gerettet, weil er sieht, alles klar, das wird hier wohl nichts und lässt sie nur die Void Race fighten gegen die Corruptor. Jetzt gibt es hinten noch ein paar neue Archons und ja, auch eine sehr gute Geschichte jetzt hier von Zerg. Er hat gesehen, alles klar, ich habe ihm die Anti-Air, also die Void Race zum großen Teil abgerissen. Mache ich mal hier einen Mutter-Switch, baue mal 20. Ich meine, wenn er die clever einsetzt, hier kann man, obwohl, na, das ist hier mit den Kanonen, da sind ein paar Kanonen. Aber man kann hier auf jeden Fall den Nexus abreißen, man kann hier überall eine ganze Menge abreißen. Aber auch Protoss hat ja hier so viele Stargates und Boost und Chrono und alles und kann bauen wie ein Verrückter. Also das Makro nicht übel, ja. Haufenweise Gateways, Stargates. Na, obwohl so viele Gateways sind nicht. Aber ich meine halt die Stargates halt. Und da boostet er halt wie ein Wahnsinniger raus. So, jetzt kommt Zerg. Frontalangriff mit Mutas. Hier gibt es Free Colossi. Zwei Stück, die sind ein bisschen... Ja, wir wollen nicht mehr. Kein Bock. Mach mich kaputt. Ich will nicht mehr. Nee. So, und auf der anderen Seite ein paar Unterirdische von den Apparaten hier rüber geschickt. Ja, Locusts natürlich. Oder Schrecken. Und die nächsten Kolosse gehen alle down. Hier die Tempest, ein paar Void Rays, die Archons. Natürlich ein super Job. Ja. Die haben natürlich hier richtig reingeknallt. Die haben wahrscheinlich gar nicht richtig gesehen, weil die unter den ganzen Voids und Tempest standen. Weil wenn man hier sieht, was hier alles an roten und orangen Units ist, muss das so gewesen sein. Ja, habe ich gerade gar nicht so richtig registriert hier, dass da die Archons drunter standen. Ja, das sieht man kaum. Ja, wenn hier alles mit Chrono am Leuchten ist, dann siehst du doch gar nicht, dass da drei Archons drunter stehen. Ja. Da hat es auf jeden Fall richtig gescheppert hier bei Zerg. Er hat auch ein paar Worker verloren, sehen wir gerade. Der war ja auf 92, ist runter auf 66. Ach, hier unten geht die Party. Wissen wir also, hier der Stahlbolzen reißt da ein bisschen was. Sehr gut. Aber hier drüben ist auch Zerg noch am Drücker mit seinen Apparatismen. Hier holt sich langsam mal das 3-3 plus 2 Flyer-Attacks endlich für den Zerg. Aber da ist beim Protoss schon... Er hat sogar Dual-Core jetzt. Das große Mutterschiff ist sogar auch da. 2-2-1, die Upgrades, also da ist er wieder in Führung. Der war ja auch mal bei den Ground-Upgrades in Führung der Stahlbolzen. Jetzt ist das auch wieder bei den Luft-Upgrades. Was mir aber, wie gesagt, sehr schön gefällt, er reißt erstens hier eins, obwohl die Basis steht noch, aber da war er auch schon dran, wie man sieht. Er reißt Basen ab und baut sich selber neue. Aber Zerg drückt und drückt. Aber ich glaube, da wird er hier mit den paar Locusts hier nicht weit kommen, denn, ja gut, vielleicht noch ein Gebäude, aber hier ist halt so viel, was hier steht. Gegen die könnt ihr halt nichts machen. Wenn er mal näher rangehen würde, dann würden wir auch schießen. Oh. So, drüben. Die Zedets am Kloppen, haben wir alle sämtliche Pimmel weggehauen. Also, da muss er noch mal ein paar Zedets reingeworfen haben, denn hier standen ja tierisch viele Spinecrawler, die sind ja sehr strong. Auch gegen 3-2-2, aber gut. So, jetzt geht's los. Mit Observer Speed wird hier volles Ballett losgelötet. Der Turbostrahl geht an. Beim Führungs... hier, zielen Sie auf das Führungsschiff. Und Feuer. Zielen Sie auf Ihre Waffensysteme. Ah, hier alles. Megastrahl von Protoss, Meister Proper hier reingefüllt und dann, nee, hier nicht, gar nicht wahr, hier, Dr. Breff, nee, wie heißt das? Dr. Breff? Breff Powerreiniger von Dr. Oetker oder wie heißt das? Es gab da irgend so einen Doktorreiniger von Dr. Klenk, ach nee, das war der mit Alpecin. Ah, in der Tat. Powerreiniger.
Vanish. Shake and clean. Ja, Koloss Micro hier so ein bisschen abhauen. Void Ray, Tempest, geben alles. Aber ich glaube, der Protoss wird hier nochmal zerflext. Jetzt kommen Staccatos. Kanonen noch mit dabei hier drüben. Frische Void Rays am Schlüpfen. Ja, und die Stalker, die paar, die denken sich auch, was hier los. Mann, Mann, Mann. Mann, hier ist kalt. Ja, und jetzt geht gleich die Lampe aus hier. Obwohl, ne, hier ist noch einer, da ist noch einer. Jetzt wird es nochmal eng hier für den Protoss. Aber der hat ja auch so viel, der hat so viel Geld. Der, ich meine, ihm fehlt das Gas, aber ja, jetzt baut er sich hier unten neu auf. Da hat der Zerg das jetzt hier erstmal gebrochen. Ja, Dr. Best mit dem Schwingkopf, genau. Aber es gibt ja gar nicht mehr den richtigen Dr. Best mit dem Schnurrbart und der Glatze, der mit der Tomate da an dem Ding rumgedrückt hat. Dr. Klenk ist gerade aktuell ganz cool. Ja, Zerg nimmt hier für den Moment das Zepter in die Hand, muss man aber auch bedenken, er hat kein Geld mehr, denn hier drüben... Ey, Base weg, Base weg, hier ist gar nichts und Protoss hat hier noch volles Rohr, 3, 4 laufende Basen. Und Zerg hat kein Income, ja, 2000 zu 200, 0 Gas zu 1000, ja, also das darf man nicht vergessen, auch wenn er hier natürlich noch einen starken, ja, was heißt starke Armee, es sind halt nur die Mutas, die hier gerade den Schaden machen. Ja, und er hat ja hier unten, ach so, da sind gerade, ich habe gerade gewundert, hey, hier war alles gelb und auf einmal ist es weg, ja, das sind die Unterirdischen, die gerade wieder hier abhauen. Na, er baut jetzt hier unten schön Volt. Ah, Swarmhorse sind schon stark, oder? Sind schon super stark, ey. Ah, das kann ihm jetzt fast egal sein. Der hat jetzt hier ein bisschen Production verloren. Hier, da, hier, wo war es denn? Hier ist ein bisschen abgeschaltet. Ja, hier verliert er eine Base. Das ist ihm ja relativ egal, weil er ja hier noch volles Rohr sich wieder am Aufbauen ist. Ja, und Zerg hat halt einfach kein Income mehr. Das weiß er auch. Ja, der Stahlbolzen ist ja nicht ganz blöd. Schlückchen trinken. So, Zerg hat 4 Drohnen. Overseer wird gerade nochmal gemorpht. 6 Void Rays sind hier im Bau. Ja, und er macht hier halt ordentlich Lötflugzeug-Party. Oh. Ein neues Mothership. Soll produziert werden. Nein! Ich drücke gerade ein paar Knöpfe, Leute. Ja, also für die, die das Wort gerade sehen. Ich bin gerade auf dem Desktop. Ja, die Schwaben wird. Viecher haben gerade den Nexus hier abgerissen. Aber das interessiert ihn, wie gesagt, nicht so sehr. Weil er gleich ein Mutterschiff hat. Ja. Und Zerg denkt sich jetzt so: WTF. 3-3-2 Void Rays und davon ja 15-16 Stück. Ja, und wie viel Mutas hat er? Ja, 9. Ah, Corruptor, okay. Ja, Zerg hat jetzt auch wieder ein bisschen Mining mit seinen paar Workern. Wo sind denn die? Ah, die machen hier Long Distance Mining mit Gas. Ja, jetzt kann er eigentlich gleich drauf. Ach, hier sind ja schon am Losfliegen. Die Void Rays. Ein paar Observer mit dabei, sehr schön. Oh, die Observer gehen down, aber es ist ja egal. Er hat eh nur einen Koloss. Ja, den verliert er jetzt auch. Hat aber auch, glaube ich, 4, 5 Swarmhorster damit rausgenommen.
Ja, die Mutas fliegen hier oben so ein bisschen rum und die Corruptor sollten sich hüten. Ne? Wie gesagt, 3-3-2 Void Ray ja, gegen 2-0 Corruptor mit dem Turbostrahl und ein Void Ray killt 3 Corruptor. Und er hat auch noch bessere Upgrades, also mit dem Turbo-Modus hintereinander weg. Ja, aber ich glaube, ich mal müssen wir gleich mal auf die Unit-Test-Map, glaube ich, irgendwie gehen. Ich glaube, ein Corruptor, ein Void Ray killt 3 Corruptor. Und der vierte Corruptor macht dann das Void Ray kaputt. So, Mutterschiff kriegt er nicht. Ja, was soll er machen? Das waren fast genauso viele Corruptor wie Void Rays und von den Void Rays sind nur 2 oder 3 kaputt gegangen und die Corruptor halt alle hinüber. Und er hat nicht mal den Turbo angehabt. Da sieht man mal, wie stark die sind, ja. Ja, Stahlbolzen gewinnt hier im Open Brawl Cup Spiel gegen Seth von InStarCraft und ja, schönes Spiel, schön langes Spiel, abwechslungsreiches Spiel. Mal der hier, der eine ein paar Fails, mal da der andere ein paar Fails. Am Ende gewinnt wie immer Protoss und das ist sehr schön. Nicht. Auf Wiedersehen.